Servus Leute. Servus. Grüß dich. Ja. Servus alle miteinander. Ja, wir haben ein paar gefragt. Die zeigen uns einmal, was du in deiner Slingback alles drinnen hast. Gell, in dein EDC, was du aber sagst. EDC Slingback. Zeig uns das einmal, was du da alles drinnen hast. Und dem komme ich natürlich gern nach. Und deshalb möchte ich jetzt oder einfach einmal das Slingback noch einmal ganz genau zeigen. Gell? Ja. Ich will schauen, ob ihr das alles seht. Was ich euch zeigen will. Ja, jetzt zeige ich euch, wie ich sie am Rücken habe. Ich schon ein bisschen Aufwung. Ja. Allein ist das nicht, aber ganz so easy, gell? Ja, seht ihr schon. Seht ihr? So ist sie am Rücken. Ja. Wunderbar. Ja. Da mit nochmal an Seitengurt. Der ist da fixiert, dass das nicht herumbaumelt. Und das ist ganz fest am Rücken. Ja, das geht nicht da, das baumelt nicht umeinander. Gar nichts. Ja. Ja. Da hinten drinnen, wo ich mein Messer, ja, das steckt da hinten innen. Das heißt, wenn ich es brauche, dann ist da immer parat. Mit Eichentungen, natürlich, muss man ein bisschen aufpassen. Ja, da muss man ein bisschen gefinkelt sein. Aber es geht. Ja. Und sonst tue ich es ja halt auch. Das brauche ich nicht oft, das Messer, wenn ich das Slingback hinten oben habe. Und siehst, gell, ist das wirklich überhaupt kein Problem. Dann tut man das auch. Ja, dieses Slingback. Ja, überhaupt kein Problem. Der ist ja gleich herunter und aber auch gleich wieder oben. Ja. Das ist das Tolle bei der ganzen Geschichte. Gell. Das ist wirklich gerade so ein Wischer und auf die Stehe wieder am Rücken. Gell. Sofort wieder oben. Ja, meine Brille geht mir auf den Wecker. Gell? Na Leute, Scheißbrille. Gell? Ja. Also, ja, das Slingback. Gell? Da drauf, vor, das ist das, da kann ich mein Handy reintun, was ich öfters habe. Ja, die habe ich auf jeden Rucksack überall drauf. Und da kann ich, was ich manchmal mit, filmen für eng. Dann setze ich das einfach da rein. Ich weiß, da kommen die Kommentare. Geil wieder. Ja, da gibt es eigene Dinge und so. Mir genügt das. Mir genügt das. Ich sehe es alles. Und ich kann alles filmen, was ich will, während mir. Ja. Aber ursprünglich ist es gedacht und perfekt ist es für den GPS. Ja. Das tue ich auf. Dann kann ich das rausklappen und ich habe da vor mir den GPS schön liegen. Ja. Ja. Den habe ich vor mir. Und mit dem kann ich ja so gehen. Ja, da kann ich so gehen und habe aber den GPS vor mir. Ja, ja, ist eine perfekte Sache, sage ich. Aber die Baut scheint fast nicht mehr zu kriegen. Ja. Ich habe Gott sei Dank noch ein paar ergattert. Ja. Gott sei Dank. Das habe ich eigentlich überall drum. Kann ich eigentlich tun, was ich will. Ja. Aber es ist für den GPS oder fürs Handy oder was auch immer. Und jetzt möchte ich sagen, ja, na gut, was habe ich da vor drauf? Da habe ich vorne drauf noch ein paar so Gadgets, gell? Ganz einfach, ja, nicht weltbewegend. Was, da kommst du drauf, da was willst, ja. Ja, so, da habe ich, da, aha, da habe ich mir noch einen, da habe ich mir noch ein Barcode eingetan, schaut mal her, das habe ich da herum eingemacht, gell, dieses Barcode. Wisst ihr was? Einmal ist es schwierig, wenn man geht. Ja, dann tue ich da meinen Finger ein. Dann kann ich erstens einmal das ganz leicht umheben und entlasten. Seht ihr das? Und ich habe den Finger, ich habe da herinnen und kann die Hand entlasten. Ja, wurscht, wie ich das nehme. Ja, ich kann da einhängen ein bisschen. Ja, sehr angenehm zum Gehen. Ja, wenn ich keinen Stecken mit habe, am Flachen oder irgendwo. Ja.
einfach weitergedacht. Ich denke immer ein bisschen, von wo es kommt, wo es ganz gefährlich sein. So, und jetzt schauen wir uns das innen um. So, brauchen wir die scheiß Brillen wieder. Ah, ich sag's eigentlich. Ja. Was habe ich außen alles drauf? Okay. Außen. Habe ich drauf. Sicherung. Ja, das muss ich eigentlich sagen. Da habe ich ein Dreiecks durch. Machen wir jetzt wieder ein bisschen anstellen. Das ist da, wo es hingehört. So, gell? Jawohl. Lass mich nicht mehr sehen. Ja, tun ich ein Dreiecks durch drauf. Ist nicht oben einfach eingeschlauft. Ja, ganz wild eingeschlauft. Wenn ich es brauche, habe ich es da. Ja. Da habe ich diese Bandless Voyage, diese Alu-Karabiner, diese ganz die einfachen Alu-Karabiner. Die haben super. Einmal eingeschlauft, seht ihr, durch das, dass das schräg am Rücken oben ist, ist es sehr gefährlich wegen des Aufgehen und was verlieren. Deswegen habe ich das da gesichert, zweimal durchgeschlauft und dann mit der Ausring, ja, einmal, zweimal und mit dem gesichert. Das heißt, das kann nicht aufgehen. Ja, ganz wichtig, die Sicherung. Auf. Und nichts verloren gehen. Ja. Dasselbe. Ja. Ohne Badges. Da habe ich einen Karabiner. Ja. Da kann ich was einhängen. Ja. Das kann man da einhängen. Seht ihr? Und da relativ. Was weiß ich, was. Irgendwas kann ich da relativ gut einhängen. Und muss gleich herunter, wenn ich es brauche. Ja. Ja. Da dasselbe. Da habe ich dieses. Ja. Den Reißverschluss durch den da, ja, mit dem Fach da, alles zusammen gesichert. Bei diesem Reißverschluss da herunten, weil das ist ja ein Einweg, ja, kein Zweiweg. Das heißt, wenn das aufgeht, ja, scheiße. Deshalb habe ich das da alles miteinander gesichert, ja, mit den Karabiner da. Ja. Und das ist super, den lasse ich da, der ist da immer fix dran. Das ist zweimal eingeschlauft, da zusätzlich nur dazu. Ja, ja. So, jetzt schauen wir uns das. Erste Hilfe, ganz klar. Ja. Erste Hilfe, ja, da herinnen. Erste Hilfe, super, super, super. Mit einem Isolierbandel da herinnen. Ja. Isolierbandel, Ranger Band, Maske zum Wiederbeleben. Ja. Und ein Erste Hilfe Backel. Ja, und sein einfaches Otterfuchs, ja, ist ein tolles, ist alles drinnen, was ich brauche. Und siehst, ergänzt mach so, wie man das haben will. Ja, das Fach ist nicht sehr groß, deshalb muss man sich gut überlegen, was man mitnimmt. Und da, das habe ich mir überlegt, was ich brauche. Ein Isolierbandel für einen Schnitt irgendwo ist immer super, weil der braucht nicht viel. Da braucht man nicht viel Firlefanz, gell? Ja, ein Isolierbandel drum, weil Pflaster hebt eh keins. Ja? Und das ist da drinnen, im ersten, ganz oben innen. Ja? Wichtig, wichtiges Fach. Dann das nächste. Na, nehmen wir zuerst das, was außen ist. Da, auf der Seite, hinten habt ihr eh gesehen, ist das Messer herin. Ja? Simon-Messer. Leute, der kleine Bruder vom Simon-Messer. Ja, ein geiles Ding, habe ich eh schon vorgestellt. Ja, vor einer Zeit. Ja, Simon-Messer. Einfach unfassbar toll und gut. Ja, was ich nicht habe, schaut her, mein Leatherman. Gesichert da herum mit einem Karabiner, den man ja immer brauchen kann. Ja, da, ja, gesichert. Warum?
also schräg am Rücknest. Und da oben mal draufkommen und weg ist das. Gell? Das kann ich nicht haben. Gell? Von denen abgesehen eine Sonderedition, die nur von mir extra für mich gemacht worden ist und ich von einem Künstler gekriegt habe. Ja, als Geschenk. Das war damals diese Black Edition, ja, vor 20 Jahren mittlerweile. Ja, da hat es nur ein paar Tausend gegeben auf der Welt. Ich glaube, 1 oder 2000. Ja, mittlerweile gibt es diese mehr, aber diese Serie nicht. Deswegen ist mir die sehr viel wert. Ja, das habe ich da herinnen. Ja, ein Leatherman. Ein Multifunktional. Das ist einfach ein. Wer kein Leatherman hat, hat kein Messer. Aber gesichert. Ja. Nachher, nur außen, diesen Bausch, ja, den ich aufmachen kann. Ja. Ein Rollbausch. Ja. Ein geiles Ding. Ja. Ja, da habe ich Zundermaterial oder ich nehme einen Kocher mit oder irgendetwas noch mitnehmen will zusätzlich. Irgendwelche Kleidungsstücke, eine Jacke oder irgendetwas, Zundermaterial, was ich finde, egal, Pilze, was ich finde, essbare Nahrung im Wald. Da drei, die Sache ist erledigt. Schön beliftet von unten her, ist auch wichtig, gell? Dass im Sommer, dass das nicht erstickt. Gell? Seht ihr, da ist hier schon ein Netz unten drinnen, gell? Wunderbar. Wunderbar. Ja. Das ist hier zusammengeholt. Da aufwarten. Ja. Das ist da Eichen. Das ist zum schnell öffnen. Einfach dieser Netz und aufreißen. Ja. Und somit ist sicher schön verstaut. Ich will das aber schön in der Mitte haben. Da. Genau. So. Jetzt. Das Äußerste ist meine Feuer. Ist mein Feuer. Ja, da habe ich drinnen mein Leder, mein, wisst ihr, habt ihr gesehen, das ist selber gemacht, ein ganzer Bergsleder, ein dickes Lederding, gell? Ja, wo ich drauf Zunder machen kann, wo ich den Zunder entzünden kann, weil das ist aber blöd da irgendwo auf einem Stung oder so, und dann nackelt das, da geht das wunderbar und da kann ich es auch transportieren nachher irgendwo rein tun, das Leder. Unersetzlich. Ja. Sondermaterial mit Panzertape, mit Gummi rundherum. Ja, da haben verschiedene Sondermaterialien drinnen. Ja, einfach stört mich nicht. Was man hat, hat man. Kinnspann. Ja. Ein Kinnspann selber natürlich. Na, herrlich, wie der schmeckt einfach. Aber der Kinnspann. Ja. Der Gerhard hat übrigens auch so einen Hochwald außer, ja, ist das von einer Föhre, einfach der Kinnspan, gewaltiger Kinnspan, geht gewaltig gut, ja, unfassbar gut. Da habe ich noch so ein Feuer, so ein Zunderding drinnen, da ist so ein bewachstes, soll ich sagen, also eine Hanfschnur durchwachst zum Feuer machen. Camp Buddy, ja, ein geiler Feuerstall mit einem richtigen geilen Streicher drum. Ja, ja. Und überall, wenn man es verliert, in der Nacht oder irgendetwas, selbstleuchtendes Paracord. Ganz, ganz wichtig. Das ist da im vorderen Fach drinnen. Ja? Im vorderen Fach ist der Zunder und das Feuer. Oh mein Kreuz. So, dann kommen wir mal in das Fach. Da. In das zweite. Ja, ja. Da ist da. Noch unten innen habe ich da noch ein Feuerzeug, gesichert, ja, dass da nichts auskommt. Ein Big-Feuerzeug, das sind nach wie vor immer noch die besten Feuerzeuge. Ja, also, das habe ich da ganz da unten innen. Zur Sicherheit.
Fuß wechseln. Und da habe ich jetzt halt viel innen. Ja, in dem Fach. Ja, schaut es einmal rein. Da habe ich meine Titanzange, mein Besteck, mehr oder weniger. Da habe ich mein Leatherman-Messer, mein kleines. Ja, ein cooles Messer, sage ich Leute. Ja, wirklich ein cooles Einhandmesser. Ja, ja. Mit einem Flaschenöffner da drauf sogar. Ja, ja. Ein kleines Messer. Dann habe ich da in Esbit Titanium Löffel in klein. Ja, habe ich da drinnen. Dann habe ich da, ich weiß nicht, wie man das heißt, das sind so Gummi, die, da kann ich was einschlaufen. Ja, in relativ bärig. Ist ein bäriges Gadget ganz einfach, wenn man was außen bei einem Molle-System draufschlauft oder so, gell, geht das hervorragend. Gell. So, da ist der Löffel auch drin. Ja. Nachher habe ich natürlich Tactical Pen mit einem Glasbrecher. Gell. Ja. Wenn ich da reinfahre mit dem Finger, das habe ich ja schon einmal gezeigt. Gell. Ja, mit dem Kloren in dem Fall, ja, da reinfahren, ja, dann habe ich den relativ sicher in der Hand, gell, und ist ein perfektes Schlagwerkzeug, gell. Ja, ja. Im Notfall natürlich als Waffe auch zu gebrauchen, als Abwehr, ja. Dann habe ich da einen Bleistift drinnen, mit einer festen Mine. Nicht als ein Firlefanz, Fallout-Mine oder so, ist von Faber-Castell, der TK-9400 zum Beispiel. Gell? Das ist der Beste. Gell? Das ist einfach der Beste, weil der einfach anständige Minen hat, die anständig heben. Gell? Das ist da in dem Fach, das ist so organisiert da drinnen. Da habe ich eingeschweißt, eine Kabelbinder. Ja. Sonst haben die ja widerwärtig, die Kabelbinder, weil sie alle auseinander genauen. Eingeschweißt, geht das super gut. Ja. Das ist da drinnen. Dann habe ich da Ersatzmine, ja, für den Tactical Band drinnen. Ja. Da hinten habe ich mein legendäres Schneidbrettel drinnen. Ja. Ein kleines Schneidbrett. Wunderbar. Ride in the Rain, Notizbuch. Ja. Steht nichts drinnen. Da steht nichts drinnen. Und zwei Linsen. Ja. Wenn ich die Brillen verliere oder irgendetwas, oder mit denen kann ich sogar Feuer machen. Ja. Mit beide übereinander. Mache ich Feuer, aber sowas von schnell, wenn ich einen Zunder habe. Ja? Also perfekt, das Teil da. Ja? Und sonst mehrer habe ich da jetzt nicht innen. Brauche ich auch nicht. Mehrer brauche ich nicht. Ein Zweiwegreißverschluss, den ich wieder zuschlaufe, zweimal. Und da schon einmal einhakeln bei den Karabiner. Ja, da hakle ich schon einmal ein, vorsichtshalber. Da wird es auch reich geschrien, unten unter mir, was mit mir nicht so glücklich ist, da wahrscheinlich momentan. Ja, jetzt habe ich vergessen. Mein Leder. Muss ich da wieder rein, da. Hinten das Wichtige, Leder. Das ist sehr, sehr wichtig. Das, ja, das finde ich absolut ein wunderbares, wichtiges Teil. Und einkacken, dass nichts passieren kann. So, im Hauptfach drinnen tue ich nicht viel, weil ich ja das immer wieder befülle mit dem, was ich brauche. Da habe ich einen Reißverschluss, gell,
Und in diesem Reißverschluss habe ich noch einmal einen Zunder. Einen Zunder in der Dose hin. Feuer. Gesichert mit einem Kabelbinder. Seht ihr das? Da geht nichts mehr. Ja? Ja? Kann ich mich hundertprozentig darauf verlassen und mit Barcode umwickelt und einem Karabiner da. Sicher ist sicher, ganz einfach. Und man kann nicht genug Feuerzeug haben. Und zum Feuer machen, Material. Notfalls kann ich sogar jemanden irgendein Teil überlassen in der Notsituation oder gegen irgendwas eintauschen, weil ein Feuerzeug in der Notsituation irgendwann sehr, sehr viel wert ist. Und zwar richtig viel wert. Nachher, da hinten ist es eine Fachel herinnen. Ja, da habe ich WC, eine Dose, ja, mit Feuchtpapier und Toilettenpapier innen. Ja, wichtig. Dann da hinten herinnen. Eine Gewürzmischung. Salz. Ja, Salz. Das sind diese BTT, glaube ich, heißt man die Flaschen. Gell, die, das sind die Rohlinge von einer Plastik-Cola-Flasche oder so. Ja, im Rohzustand. Die werden nachher erhitzt, aufgeblasen und nachher werden es Flaschen. Und Zelle kann man, die kann man Bettlinge heißen die, glaube ich, oder so. Die kann man bestellen, perfekt. Ja, ganz dick, robust. Ja. Da kannst du als Waffe und die werden nicht hin, weil das ist ganz dick, gell, dieses Material, man sieht es da, weil die werden aufgeblasen. Gell. Ein wunderbares Material. Ja. Und für diesen Zweck wunderbar. Smoked Grill Gewürz, die Mischung, ja, habe ich drinnen. Und in Canva 7, gell, Chocchino heißt der, gell. Der ist perfekt. Dieser Riegel, ach, da habe ich, wenn ich mit dem Riegel, das ist eine, kann ich einen Tag, ja, wenn ich den habe, einen Tag lang, dann habe ich Energie. Ja. Der hat Kilokalorien, hat alles drinnen, was man braucht. Hat das Ding 500 Kalorien, Leute. 500 Kilokalorien. Ja. Brutal. 1988 Kilojoule. Ja. Wahnsinn. Und gut auch. Ich kann ja jeden Tag was essen. Aber natürlich tut man das nicht. Ja. Ganz klar. Das ist da in hinterm Fach drinnen. Ja. Der ist gesichert da mit einem Gummi. Ja. Und da im Hauptfach, ganz, also im Hauptfach, in der Mitte und innen, logischerweise, die RGB, ja, die Betzler RGB, die Tactical, ja, rot, gelb, blau, gell, und weiß Licht, wahnsinniges Licht, und da oben mit einem Karton gesichert, dass man das nicht versehentlich einschaltet. Gell, ja, und ein Rangerband drum. Nachher habe ich da noch unten innen Microcord, hebt 40 Kilo, das dünne Ding, da habe ich sicher 30 Meter drinnen. Gell? Zum was basteln, zum was zusammen machen und so weiter. Und ganz unten drinnen darf natürlich nicht fehlen, gell? Ganz unten innen, was ich ja in alle Dinge drinnen habe. Eine Rettungsleine. Von Alpitex ist die zum Beispiel. Alpitex, ja, ist eine Rettungsleine, hebt, ja, 3000 Kilo hebt die, ja, und kann man einen Gurt machen und kennt ihr das Video von mir. Das sollte jeder immer und überall mit haben. Mit dem
mache ich mir einen Sitzgurt, hänge ich mir einen Hubschrauber rein, gell, an einen Saal. Ohne weiteres und jederzeit. Zu zweit auch, wenn es sein muss. Also, Notfall. In der Not frisst der Teufel fliegen. Wie sagt man? Das ist da unten innen. Und da kommt da halt relativ noch ein bisschen was Platz innen. Das heißt, da kann ich entweder eine kleine Regenjacke reichen, meine Windbluse, da kann ich die kleine Pfanne reichen, da kann ich meinen kleinen Spirituskocher mitnehmen und ein Nahrungsmittel noch mitnehmen. Und dann habe ich das habe ich da innen noch locker Platz. Und das war's. Ja? In dem Hauptfach. Das schlaufe ich zu mit zweimal. Ja? Haben wir schon gesagt, zweimal zugeschlauft. Und da an dem Karabiner gesichert, dass nichts passieren kann. Und den da hängen wir auch noch da dazu. Erste Hilfe da dazu hängen. Somit ist alles gesichert. Und da drinnen habe ich noch die Seitentasche. Da stelle ich das Ganze miteinander. Das Ganze wiegt 5 Kilogramm, so wie es jetzt ist. Mit einer vollen Flasche Wasser. Das passt da super gut rein. Und da habe ich noch im Becher drinnen. Logischerweise, das habe ich wohl in diesen Fächern. Da ist der Becher drinnen. Das wisst ihr eh. Und auch nicht Teebeutel. Wenn das ein bisschen nicht so knapp war, dann tat man es da alle leichter. Wichtig ist, die Markierungen, gell, bei diesem Bottle immer, gell, 0,35 Liter und dass das da beschrieben ist, weil das braucht man für die Nahrung. Gell. Und da habe ich einen Teebeutel drinnen. Das ist da drin. Und das Ganze wiegt 5 Kilo. Sensationell. Oder nicht? Wohl. 5 Kilo. Das war's, Leute. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, gell? Das zu sehen da. Ja. Und ja, die Slingback. Gell? Slingback. Ja. Meine Idee. Aha, ja, habe ich ganz vergessen. Schaut einmal. Da hinten herinnen habe ich noch ein Papier. Entschuldige. Und eine Mütze. Ja, da ist ein Fachel da hinten drinnen. Na, gell, da am Rücken. Gell, das habe ich noch da innen. Schaut einmal her. So wunderschöne in dem Wald da. Ha? Zwei steil wie verrückt. Gell. Seht ihr das, wie steil das da ist in meinem Wald? Wahnsinn. Gell. Aber wunderschöne. In diesem Sinne, bleibt gesund, liegt es niemand noch. Bis zum nächsten Video in Katidi. Servus, wir denken. Und vor allem euch selber nicht umlegen. Passt auf die Freunde auf die Familie und auf die Nachbarn. Vergesst es nicht. Servus.